Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Galarian's Ash. Wir drehen das jetzt hier zweimal, glaube ich, und dann müsste das so passen. Ja, ich glaube, wir haben in der letzten Folge leider nicht so viel erreicht, weil man hier wirklich jetzt tatsächlich, dass die Dinger müssen... Ja, nee, verstehe ich schon. Ich muss jetzt hier das Ding einmal nach rechts drehen und dann bei dem anderen Ding das irgendwie nochmal drehen, wo auch immer das andere Ding war. War das nicht im... Ich glaube, das war im weißen Bereich. Ja, also kann man festhalten, dass ich bis jetzt einfach nur Glück hatte? Schätzungsweise, das muss ja jetzt hier dann doch schon wirklich korrekt gemacht werden, ne? Mann, wie spannend. Es ist wirklich so ein dummes Gefühl, dass ich in Folge 40 mich in dem Areal befinde, in dem ich mich schon in der ersten Folge befand. Und in Folge 20 und in... Alter, das ist so lächerlich, ne? So lächerlich. Komm, jetzt aber. Jetzt wird doch ein Schuh draus. Frage, wo drehe ich das jetzt? Nach links. Nein! Was machst du denn, du Hurensohn? Das Westen, das... Ich check dieses Drehdings nicht. Das Osten muss nach oben und das Westen muss nach unten und das Süden muss nach rechts. Aber irgendwie wollen die das gerade nicht so. Irgendwie nicht. Okay. Dann drehe ich das jetzt noch einmal nach rechts. So, und dann hoffe ich, dass das bei der anderen... Ich check's nicht. Die eine Maschine macht irgendwie mehr Drehung als die andere oder was? Kein Plan. Mich interessiert es auch ehrlich gesagt gar nicht. Ich weigere mich darüber nachzudenken, weil ich glaube, dass es eh keinen Sinn ergibt. Moment, ich war gerade im Weißen. Wo war das jetzt? Ich glaube, das war das Blaue. Ja, bring mich am besten nochmal um. Dann können wir die Scheiße nochmal machen. Jetzt habe ich aus Versehen zwei gefressen. Scheißegal. Bin trotzdem nicht voll. Was schon ziemlich traurig ist irgendwie. Bin allein. Scheißegal. Lululululul. Wieso sind jetzt Pflanzen hier? Waren die vorher auch da? Hä? Dann bin ich jetzt falsch. Ich nix wissen, Dude. Lässt du was ordentliches fallen? Naja. Ich meine, hier kann ich auch nochmal irgendwas machen. Ja, doch, ich kann hier drehen. Ja. Oh. Nein! Schon wieder! Ey, ich will einfach nur wirklich reinschlagen. Aus tiefster Seele. So. Okay, aber ich will... Ich will, dass jeder jetzt seinen Platz um zwei Stellen wechselt. Okay, warte. Gut. Dreh mal zurück. Okay. Und dann gehe ich nochmal zur anderen Maschine. Wie gesagt, ich weiß es nicht, ob man sich das erklären kann. Ihr müsstet wirklich gerade eine Cam sehen. Ich bin gerade, aber schon seit einigen Folgen ein bisschen nervös und fasse mich ständig an den Kopf. So, nicht weil ich irgendwas da habe, sondern wirklich so dieses, die ganze Zeit so dieses Alter, wieso Gefühl. So schlimm. Ich mag nicht mehr.
So, kriegen wir das jetzt vielleicht hin? Nach links. Okay, ja, so, okay, und jetzt nochmal. Ja, jetzt haben wir, ich glaube, Leute, ich glaube, wir haben es jetzt. Ich gucke sicherheitshalber nochmal nach. Steht das Norden jetzt auch links? Okay, oh, wir haben es, wir haben es. Jan, ich hatte doch recht. Jetzt müsste dieser Holocaust-Fahrstuhl da funktionieren. Ja, guck, oh mein Gott. Oh mein Gott, es hat funktioniert. Oh Gott, Alter. Und jetzt am besten einen Bosskampf kriegen und dann sterben und dann die ganze Scheiße nochmal, ey. Ich check's nicht. Das eine hat sich so gedreht, das andere hat sich so gedreht. Alter. Alter, nee. Dankeschön, ey. Oh. Tolle Zwischensequenz. Ja, geil. Richtig geil, ey. Waren wir hier nicht auch schon 500 Mal? Da, so. Zack, mach was. Mache, Junge, mache. Lilia, can you analyze this terminal? I'll try. Guck mal, ich habe doch gesagt, dass irgendwas mit der Tür nicht stimmt. Ich werde natürlich direkt nachgucken, damit ich nicht nochmal in solch eine Bedrohung komme. Aber ey, da ist es... Es ist irgendwie... Frage ich mich gerade, ob es wirklich sinnvoll war, den Code für die deutsche Version zu ändern. Ja, sie sagt, der Code ist H-A-T-E. Und er sagt H-A-T-E und da unten steht einfach H-A-S-S. Also für alle, die... Weißt du, ich habe... Ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber ich habe durch... durch Spiele Englisch gelernt. Also wenn ich als Kind da gesessen hätte und die gesagt hätte H-A-T-E und da steht H-A-S-S, ich weiß ja nicht, also ne, das war jetzt natürlich wegen Hass, Hate, Hass, Übersetzung, Lul. Das war wahrscheinlich bei den anderen kurz auch so, aber da ist es mir dann wohl entgangen. Aber okay, ach ja, genau, ich wollte nachgucken. Ach so, das war sogar der Raum, ach ja. Jetzt wo ich sehe, Moment, was ist das? Jetzt auf einmal neue Gegnerart, okay. Lul, kurz vor Ende des Spiels. Ach übrigens, hier haben wir noch eine neue Gegnerart, haben wir vergessen. Holen wir jetzt nach. Die nächsten 30 Minuten kommt jetzt dieser Gegner. Was soll das hier? Stehen da jetzt ernsthaft drei Alter, das ist alles so künstlich in die Zeit gestreckt, in die Länge gestreckt. Ihr wisst, was ich sagen will. Es zieht sich... Zieht sich. 2000, Alter. Ich glaube, das überlebst du nicht, oder? Nee. Huch. Ach, hinter mir, die respawnen, oder was? Ja, geil, ja, geil. Ja, gut. Wie gut ist das denn, ey?
Noch frecher geht's ja wirklich nicht. Wir geben unser Bestes, wir versuchen es. Trotzdem immer wieder noch kackendreister zu sein. Ach scheiße, Max. Null. Okay, so, dann müssten wir jetzt aber diese ganze Scheiße jetzt mal geschafft haben. Können wir jetzt irgendwie... Ah, oh, oh. Ich glaube, jetzt geht's los, Leute. Jetzt geht's in Richtung Finale, oder? Ah ja, das wiederum finde ich jetzt schon interessant. Hier nochmal so ein bisschen... Oh, RP ist, glaube ich, eine Megapille. Aha, also das Spiel geht davon aus, dass wir mit von jeweils einer Spritze und einer Pille diesen Kampf hier schaffen. Speicherpunkt habe ich jetzt nicht übersehen, ne? Fuck, fuck, fuck. Das wäre jetzt doof, wenn ich jetzt nicht speichern könnte, du. Na gut, mache ich ein Safe-State, ha? Ach, das ist, glaube ich, die Kammer, wo Ash drin war, ne? Galarian development room is connected to Dorothy's main system. What's that? I never thought you'd get this far. You've seen my development program, Rion. Yeah. Ash, you're... Yes. I'm just a program to be executed if Mother was destroyed. Surprised? I'm merely data with no human flesh. Humans are ridiculous fools. Without ever having seen my body for themselves, they were utterly convinced that I was a physical human entity. Nobody realized or suspected that I was fake, created using downloaded data. In order to restore Mother's huge system, I'd need an incredible amount of restart energy. For this, Mother created a DT-type fusion reactor, a reactor that humans couldn't make. This isn't a normal fusion reactor. By combining the nuclei of deuterium and hydrogen 3, generating energy for 10 million years from seawater is possible. Mother created an underground sun, Rion. And I am that system's master computer. When I was young, I cursed my own destiny. I wanted a living body. Such an amazing container for life. It can be warmed by sunlight and touch water. And with each breath, it can feel the very presence of air molecules in every part of its lungs. Mother made me study humans intensely, and the more I learned, the more jealous I became of the physical body. But see, I've used a network from the real world to create a virtual world. And finally, I understand. Without a body, I am pure. And I am... eternal. Rion, do you really want to know the truth? All right, after you destroyed Mother 6 years ago, I could have resurrected her whenever I wanted, any time at all. But I didn't. Do you want to know why? I waited so that I could confine her. If I had resurrected her back then, I'd simply be nothing more than the master computer for her fusion reactor. Just a part of her system. Who would settle for a miserable destiny like that? Not I. So I ripped the skin from my own system. I tore out my circuits, and I gouged out my data. Then, with these hands, I completely overwrote my program that Mother had created. You could never appreciate the agony, the anguish that I went through. I
gave myself the power to rebel against Mother, she who had suppressed me all this time like a worthless fool. I did it by developing a program that would confine Mother and allow me to freely control her system. Soon the transfer of Mother's data will be completed. It has now become my turn to do the suppressing. You just don't get it, do you, Ash? Like Mother, like Son, you're falling right along with Dorothy's footsteps. In your bitter quest for vengeance against Dorothy, you hurt others. And by doing so, you set yourself up as a target to revenge yourself. Do you intend to continue this foolish cycle? Destroyed. No one will be left to hate me. Don't you think that you're the fool to have turned against us? Trying to save your precious humans. Sounds like she's resurrected. But in the cage that I made for her, do you think you can stop me? Rion. Wow, das ist jetzt schätzungsweise so der Moment, wo ich mich hinstellen sollte und sagen sollte, oh mein Gott, dieser Story-Twist, oh nein, oh mein Gott, damit habe ich nie gerechnet. Ja, ich find's unglaublich interessant, dass dieses Spiel selbst bei Story-Twists auch noch auf ganzer Linie versagt, so wie mit dieser Vergangenheitssequenz, so, weißt du, dieses, jetzt kommt der Story-Twist, jetzt mach, oh mein Gott, jetzt hab Mitleid mit dem und dem, jetzt hab Hass mit dem und dem, oh mein Gott, Story-Twist, er war gar nicht real, es ist nur ein Programm, welches sich selbstständig gemacht hat. Tja, ich habe ja schon im ersten Teil von Galerians gesagt, dass die Mutter, wenn es ums Programmieren geht, einfach komplett versagt hat. Ja, sie hat ja schon bei Rion versagt und jetzt hat sie schon wieder versagt. Sie sollte das Programmieren schätzungsweise wirklich einfach mal sein lassen. Ja. Mann. Naja, gut. Die Folge ist vorbei. Ich habe Hunger und, oh mein Gott, Bier muss her. Nein, Bier ist eigentlich noch da. Ach Gott, ich sollte damit aufhören. Langsam ist es nicht mehr witzig. Ja. Ich würde mal sagen, ich mache jetzt halt hier eine Pause und dann sehen wir uns gleich wieder beim schätzungsweise Finale, je nachdem. Vielleicht brauche ich auch wieder ein, zwei Folgen für den letzten Boss. Ja, hat mich jetzt nicht so umgehauen, ne? Dass der Typ sich selbstständig gemacht hat. So, Motive nachvollziehbar finde ich in Ordnung. Also, charakterlich finde ich, dass sie da wenigstens was richtig gemacht haben. Aber ja. Ich meine, man kann gerne versuchen, ein Parfüm ins Osterfeuer zu werfen, aber von einem Parfüm fängt das Feuer jetzt nicht an, schön zu riechen, sag ich mal. Ist aber einfach zu viel Scheiße. Von daher, bis zum nächsten Mal und vielleicht hoffentlich letzten Mal. See ya.